Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Assassin's Creed 3 auf dem Schiff im Atlantischen Ozean. Jetzt hätte ich mich beinahe verplappert. Wo ist denn der gute James? Da ist er. Seid ihr James? Hi. Kenway. Hey, them Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Keine Sorge, dafür werde ich schon sorgen. Und wir sollen jetzt nach Hinweisen suchen. Dafür rennen wir mal ein bisschen. Wir müssen ja ein bisschen auf Trab bleiben. Guten Abend, Sir. Servus. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich es mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Ja, nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Oh, das müssen wir schnellstens untersuchen. Sowas geht ja gar nicht. So. Adlerauge. Seltsam. Äußerst seltsam. Das sah jetzt ein bisschen so aus wie so eine kleine Spur, die zu uns führen soll. Aber in einem Meer ist das ein bisschen schwachsinnig, glaube ich. Beenden wir erstmal den Tag und schreiben ein bisschen in unser Büchlein. Liebes Tagebuch. Heute war ich seekrank. Atlantischer Ozean, Tag 33. Neuigkeiten. Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die... Achtung! Alle runter! Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck! Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt, eine Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir.
Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen. Sichert die Luke! Aether. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Unmöglich. Kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Ah, darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Ich glaube, da sind wir uns total sicher. Schwert-Action. So nicht, mein Freund. Aua. Das hat uns erwischt. Zack. Der war gut, der Move. Ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Oh, richtig geil. Wir müssen die Taue sichern. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. So. Sollen wir hier sichern? Machen wir. Und ich hoffe, man hört mich noch. Es ist ja so laut hier. Na, mach. Läuft. Schnell! Wieder hoch zum Captain. Wieder festziehen. Oh. Wo? Ich nehme hier runter. Das geht ein bisschen fixer. Und sichern. Wir brauchen mehr Fahrt! Sucht die Tapfer! Gebt mehr Segel! Bitte! Ihr nehmt den Fockmast! James, übernimmt den Hauptmast! Oh, wir sollen jetzt da hoch bei dem Sturm? Na, ich freue mich ja. Yassa! Alter Falter! Mehr rum? Jawohl. Zack. Jetzt glaube ich hier auf den Mast. Wow! Was war das denn? Das ging etwas schnell, mein Guter. Ich gehe mal so ein bisschen hier rüber. Alter Falter. So ist es besser, glaube ich. Und schnell darüber.
bisschen feucht heute. Wow. Wir helfen dir, keine Sorge. Oh, 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 danke, kein Ding.